Herzlich willkommen beim Bastelschwaben. Heute bauen wir uns mal ein recht einfaches Gadget, das uns hilft, an der Tischfräse größere Hürden zu überbrücken. Und wie man damit richtig Geld sparen kann, das zeige ich euch hier damit. Wenn ihr es sehen wollt, bleibt ihr dran, nach dem Intro geht's los. Jetzt seid ihr mir um einige Stunden voraus. Ihr habt nämlich das fertige Produkt gesehen. Das ist bei mir nämlich noch nicht so. Das ist jetzt der Anfang vom Video und ihr habt ja im Prinzip schon eine Vorschau gesehen. Ihr habt ja das fertige Produkt schon gesehen. Ja, ich habe da von Pressiva, also wie die Firma auch immer heißen mag, so einen digitalen Tiefenmesser. Und mit dem wollte ich eigentlich für meine Fräse zu die Fräsköpfe einstellen. Und, naja, was soll ich sagen? Er ist zu klein, er passt nicht. Weil einfach die Tischfräsen ein viel größeres Loch haben. Ich habe mich da mal im Internet ein bisschen erkundigt, was es da für Möglichkeiten gibt zum Einstellen. Und da gibt es also Teile, die speziell für solche Tischfräsen sind. Aber 350 Euro, die habe ich keine Lust auszugeben. Also habe ich mir gedacht, okay, machen wir uns selber ein. Ich würde sagen, schauen wir uns ganz einfach mal an, wie es an der Fräse ausschaut, was wir für Probleme haben, und dann überlegen wir uns einmal eine Lösung dafür. Tja, das ist auf den ersten Blick ganz offensichtlich, dass wenn ich jetzt mir irgendwo meine Höhe einstellen möchte, dass ich gar keine Auflage kriege. Ich habe zwar hier den Vorteil, dass da unten Magneten drin sind, wo das Ding schön auf dem Tisch stehen bleiben, aber leider Gottes, im Loch gibt es einfach keinen Anschlag. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch übrig, dass ich mal überlege, wie ich das Ganze machen könnte. Weil es gibt hier zwei Probleme. A, von oben runter, dass ich von oben runter nicht aufsetzen kann. Und B, ich habe hier ebenfalls keinen Punkt, weil ich könnte es zwar hergehen und könnte mir die Dinger so weit zusammenschieben zum Messen, das könnte ich vielleicht noch machen, aber das ist ja irgendwo ein Blödsinn. Also werde ich mir jetzt versuchen, im Prinzip dieses Teil so zu bauen, dass ich von da nach da komme. Und natürlich beim Aufsetzen auch hier und hier aufsetzt. Und das mit den Magneten da unten drin, das gefällt mir hervorragend gut. Das würde ich sogar auf drei Punkte ausbauen. Da werde ich mir sogar noch hier unten auch noch einen Magnet hinmachen, dass der mir sauber immer an der Schneide hängen bleibt. Alles nur Theorie momentan, aber wir werden mal schauen. Ich lasse euch einfach mal ein bisschen an meine Gedankengänge teilhaben. Dann seht ihr oder versteht ihr mal, wie ich sowas eigentlich angehe, weil es bringt mir relativ wenig, wenn ich jetzt hergehe und sage, jetzt fange ich mal an und baue drauf los. Ich versuche mal alle Variationen durchzuspielen und vielleicht im Vorfeld Fehler zu finden, die ich machen könnte während dem Bau. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Ich habe noch so einen Dorn dabei, wo man dann auch noch mit dem Dorn arbeiten kann. Aber ob das für mich die richtige Lösung ist, weiß ich noch nicht. Was mir auf jeden Fall mal gut gefällt, das ist die Variante mit diesen Magneten da unten drin. Also die gefällt mir richtig gut. Also die werde ich mit umsetzen. Bloß wie gesagt, ich möchte mir dann auch noch hier an der Fläche auch noch irgendein Magnet hinmachen. Das erste, was ich mir gerade überlegt habe, ist, wäre es die einfachste Lösung, wenn ich das Teil lasse, wie es ist, und einfach auf eine Holzplatte drauf mache. Die Möglichkeit bestünde, dass wir einfach das ganze Teil nehmen und hier praktisch eine Holzplatte drunter reinmachen. Das wäre wahrscheinlich sogar die einfachste Lösung, aber damit löse ich nicht mein Thema mit dem Einstellen vom Fräser, weil da tue ich mir vielleicht selber keinen Gefallen mit den Rundungen. Was ist denn, wenn ich das Ding rausbaue? Das sind ja Trümmerschrauben, mein lieber Mann. Die müssen wir mal ein bisschen verstauen. Ah, guter Aufbewahrungsort. So, und jetzt muss das Ding noch irgendwie da rausgehen. Das ging ja mal echt einfach. Und wenn wir das Teil jetzt auf eine Holzplatte drauf machen, ich meine, das muss ja gar nicht einmal so arg hoch sein. Das muss ja gar nicht höher sein wie das da. Wenn wir das jetzt ungefähr da drauf machen, naja, machen wir es mal ein kleines bisschen höher. Was haben wir denn eigentlich zum Berücksichtigen, wenn wir das da drauf machen? Wir dürfen nicht zu dick werden, weil ich sonst nicht mehr hinten an meinen Messpunkt hinkomme. Sonst muss ich jedes Mal diesen Fräsenkopf, den Fräsanschlag nach hinten rutschen, um dass ich zum Fräseinstellen hinkomme. Das ist was, das wo mir nicht gefällt. Also das heißt, ich muss
so flach wie möglich bleiben. Da laufst du ja jetzt echt auf dem dünnen Eis, weil wenn ich es jetzt so flach wie möglich mache, ich muss so flach wie möglich bleiben, weil sonst kann ich jetzt auch in der Richtung nicht mehr sauber einstellen. Oder wie mache ich denn das? Die andere Alternative wäre, ich würde da hinten was drauf machen. Dann verliere ich aber 1-2 cm in der Messhöhe. Also was ganz wichtig ist, wir dürfen hier in der Höhe nicht so beliebig hoch werden. Weil sonst, wenn ich mal bloß 4 mm in der Höhe einstelle, dann kann ich meinen Fräser nicht mehr einstellen, weil natürlich mein Messwerkzeug laufend drüber rutscht. Und in der Senkrechten, wenn ich zu weit nach vorne komme, dann erreiche ich vielleicht, wenn ich bloß 3-4 mm tief fräsen muss, meinen Fräskopf nicht mehr zu der Höhe einstellen. Oder ich muss dann jedes Mal zur Höhe einstellen, meinen Fräsanschlag nach hinten rutschen, um dass ich wieder auf den Fräser drauf komme. Das sind so die Sachen, auf die muss ich momentan achten. Und da bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob das eine gute Idee ist, dass ich hier wirklich eine 12er Platte nehme. Der nächste Gedankengang ist, kann ich vielleicht dieses Originalteil irgendwie mit einbauen, weil das bietet sich fast an, weil ich ja da drin echt eine saubere Einlage habe. Das würde aber dann heißen, dass ich praktisch den Kasten palt. Und dann müsste ich mir praktisch, ich glaube, das wäre dann am vernünftigsten, ich würde mir hier und hier abschneiden und würde dann dieses Teil auf eine Holzplatte drauf machen. Da ist jetzt aber dann wieder die Frage, die Holzplatte, wo mache ich die drauf? Wenn nach hinten drauf machen, ist sie schlecht. Wenn ich sie nach hinten drauf mache, dann habe ich genau das gleiche Thema wieder, dann bin ich wieder im Abstand und wenn ich sie vorderhalb drauf mache, was passiert denn dann? Dann müsste ich praktisch hier und hier absägen und müsste praktisch diesen Teil im Holz einlassen. Oder ich gehe her und mache es einfach weiter runter. Das ist ein ganz schöner Bäummist, das sage ich. Was ist denn das Bessere? Was ist denn da am besten? In der Höhe, wenn ich so in der Höhe messen muss, baue ich das Ding nochmal ein. Wenn ich das insgesamt 200 mm breit mache, dann bin ich auf einer ziemlich sicheren Seite. Ich mache jetzt mal bloß mal pro forma mal bei 100 mm mal einen Strich hin. Dass ich mal ungefähr weiß, wie das ausschauen sollte. Wenn ich das von vorne drauf mache, dann muss ich es auf jeden Fall so machen, dass ich nach hinten bündig wird. Das heißt, ich muss es 8 mm tief einfräsen. Ich werde das aus zwei Teilen machen. Das ist die Oberseite, die was wir oben drauf machen, die machen wir aus einem 9er, 6, 9er, 12er, 15er Multiplex, ist egal. Und auf der Rückseite schneide ich praktisch die Form genau aus. Und setze mir praktisch die Platte dann hinten drauf. Und dann müsste das eigentlich funktionieren, so wie ich das vorhabe. Das probieren wir einfach. Im schlimmsten Fall muss ich es einfach nur mit sägen, aber das probieren wir einfach mal aus. Kleines Update. Ich habe jetzt mal ein bisschen in meiner Holzkiste umeinander gestöbert. Ich habe 10 mm Buchenmultiplex. Ich habe 8er Multiplex. Wir machen da hinten drauf die 8er Platte. Und vorne machen wir es mit einer 10er, dann haben wir eine 18er Platte, dann ist das wunderschön massiv eigentlich. Das ist perfekt. Dann wollen wir mal geschwind drüber nachdenken, wie wir das Ganze ausschneiden. Dann machen wir jetzt einfach mal bei 100 mm einen Strich runter, dass wir mal einen Mittelpunkt haben. Und wenn wir den jetzt hier aufsetzen, das ist ja der, was ausgeschnitten wird. Das heißt, das ausgeschnittene Teil, das brauche ja ich nur nach vorne. Das Grundgerüst steht. Das werden wir uns dann wahrscheinlich so freie Schnauze mal sägen. Also diesen Außenbereich, diese Kontur, wenn ich alles beieinander habe, dann werde ich den Außenbereich vielleicht so ein bisschen formen, wie er mir gefällt. Das lege ich jetzt vorher nicht fest. Für mich ist jetzt wichtig, der innere Schnitt, der ist jetzt wichtig. Und das Hinterteil dazu ist wichtig. Und das sägen wir jetzt einfach mal außen, dann schauen wir mal, ob es funktioniert oder Gut. nicht. 20 cm sind eingestellt. Schneiden wir die 90 runter. Sollte das zu viel sein, die 90, dann kann man es immer noch abschneiden. Aber hinmachen ist schwer. Habe ich natürlich einen Blödsinn gemacht. Ich hätte da gar nicht so viel machen müssen. Weil alles, was ich machen hätte müssen, wäre eigentlich nur die kleine Glätzle schneiden. Aber zumindest kann ich jetzt mal prüfen, ob es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Aber sowas von genau. Das heißt, ich kann jetzt praktisch da unten die Teile wegsägen. Nehmen wir jetzt mal ein Opferbrett.
Sägen das mit dem Opferbrett ab. Ja, kaputt machen macht mir keiner was vor. So, und jetzt wenn wir das da dahinter drauf machen, dann haben wir praktisch hier die perfekte Platte. Und das da unten, das kann ich dann noch fertig zuschneiden und das da oben kann ich dann noch sägen, wie ich es brauche. Die große Frage ist, aber das würde ich wahrscheinlich nur mit einer Schraube, mit zwei Schrauben da hinschrauben. Mehr würde ich da gar nicht machen. Als nächstes leimen wir die zwei Teile aufeinander. Jetzt leimen wir mal die Teile aufeinander. Und die beiden Teile leimen wir auch aufeinander. Die muss man bloß noch schnell hinheben, ob sie noch passen. Ja, die passen. Ja, was soll... Sind wir uns mal ehrlich, was soll passieren? Wenn es nicht passt, dann schmeiß es weg und sehe es nochmal. Kennst du noch die Serie, das A-Team oder wie das geheißen hat? Da hat doch der Hannibal hat doch immer gesagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hoffentlich kann ich das am Schluss auch sagen. Bei 8 Grad in der Werkstatt. Oh, Vorsicht. Jetzt muss ich das auf der Seite leimen. Jetzt habe ich es nämlich seitenverkehrt. Aber seitenverkehrt darf eigentlich nichts machen. So, das passt. Das lassen wir trocknen. So, das lassen wir jetzt einfach ein bisschen trocknen. Halbe Stunde trocknen und dann machen wir weiter. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ich bin wirklich gespannt. Aber das müsste genau so funktionieren, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Bevor wir das dann da hinschrauben, schleifen wir das Ganze noch schön. Tun wir das Ganze noch ein bisschen aufhübschen. Dann verschrauben wir das Ganze. Und eventuell, ich weiß nicht, ob das vielleicht was bringt. Aber vielleicht mache ich da unten noch einen PU-Leim, dass ich noch mehr Haftkraft kriege. Aber so im Prinzip müsste genau das so sein, wie es ich brauche. Das probieren wir. Jetzt lassen wir es erstmal trocknen. In der Zwischenzeit kann ich mir mal Gedanken darüber machen, wie ich eventuell da unten einen Magneten hinmache. Mein erster Gedanke war eigentlich, dass ich das über den Dorn mache. Mit dem Dorn hätte ich den Vorteil, dass ich praktisch bloß auf den Dorn einen Magneten aufsetzen müsste. Und wenn ich den nicht brauchen kann, dann könnt ihr ihn einfach runternehmen. Was mir jetzt ein bisschen weniger gefällt ist an der ganzen Geschichte, dass ich den nicht fest drauf machen kann. Den könnt ihr höchstens auch ein bisschen einkleben, aber der Versuch wäre es wert, dass wir den Dorn hernehmen, um das Ganze zu machen. Da muss ich mal schauen, was ich für Magneten da habe. Weil ich sage mal so, so starke, ich habe nur in Anführungsstriche Neodym-Magneten. Die sind halt alle recht stark. Wie stark ist denn der Dorn? Ich hätte noch einen kleinen Topfmagneten mit 10 mm. Wenn ich mir den da so drauf mache, was passiert? Wie stark ist der? Das muss ich mal mit dem Nagel probieren. Ich nehme jetzt einfach mal einen großen Nagel, mache den mal da rein und dann schauen wir mal, was passiert. Der da ist perfekt. Ich habe das gerade probiert, der dürfte so von der... Nachdem er dieses Messer selber, diese Klinge von diesem Fräskopf, die ist ja von der Fläche her nicht besonders groß. Also sprich, ich schneide den ab und schraube den da drauf. Wie lang schneidet man ab? Einen Zentimeter? Ja, so einen knappen Zentimeter ungefähr. Da bohren wir mal ein eineinhalb Loch, ne? So. Und dann schauen wir mal. Ich habe irgendwie drei Schrauben habe ich irgendwo. Das ist die große Frage, ob das Ding dann auch noch funktioniert. Also von der Technik her sieht es jetzt mal, ja, das ist das, was ich meine. Von der Technik her sieht es jetzt mal so aus, als würde es funktionieren. Der springende Punkt ist, das heißt, der springende Punkt, das Problem ist nur, das Ding ist halt da wirklich auf Deutsch gesagt nur reingesteckt. Und da ist jetzt die Frage, ob ich das nicht einfach reinkleben sollte. Und da stellt sich mir dann die nächste Frage, hält mir reinkleben? Aber das probieren wir einfach. Mehr wie nichts sein kann es nicht. Das kleben wir einfach mal rein. Können Sie euch das mal anschauen? Also das ganze Ding. Das wird praktisch in diese zwei Zapfen da reingesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr die genau sehen könnt. Da seht ihr es ein bisschen besser. Und dann wird das Ganze bloß da reingesetzt. Ich habe jetzt praktisch den Magneten praktisch in diesen Dorn reingeschraubt. Das ist alles, was ich gemacht habe. Jetzt kleben wir ihn mal ein und dann sehen wir mal, ob das funktioniert. Ich habe da diesen, könnt ihr selber lesen, was es ist.
Nicht, dass es wieder heißt, ich mache wieder Werbung. Weil ich kaufe mir den Scheiß. Also ich habe jetzt das ganze Ding mal, oder ich versuche es jetzt mal mit dem Teil da einzukleben. Der hat immer so, ja, den soll man mal 10 Minuten lang pressen und dann so Endfestigkeit ist so nach 24 Stunden gegeben. Wir warten es jetzt einfach mal ab, was rauskommt. Aber das schaut schon recht gut aus. So, das Zeug muss jetzt auch schon soweit anzogen haben. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das da drauf bringen. Das machen wir so rum rein. Und das machen wir so rum rein. Das ganze Ding, das muss ich jetzt noch schnell schleifen. Jetzt haben wir die Rundungen ein kleines bisschen geschliffen. Das da unten, das schleife ich und schneide ich dann sowieso noch. Aber so im Groben und Ganzen haben wir es jetzt genau so, wie ich es haben möchte. Ihr seht es jetzt von hinten, habe ich jetzt genau den Unterschied ausgeglichen. Und von vorne haben wir nur so einigermaßen die Form erhalten von dem, was wir eigentlich wollten. Was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes bohren wir jetzt da hinten Löcher rein. Und wenn die Löcher bohrt sind, dann machen wir einen Konturschnitt, dass der wirklich sauber im rechten Winkel ist, der ganze Apparat. Und dann müssen wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Und damit wir das Ganze dementsprechend festziehen können, dass das auch so fest wird, wie ich es mir vorstelle, unterlegen wir hier die 2 mm mit der Beilagscheibe, dann habe ich auch einen dementsprechenden Pressdruck, dass ich es draufpressen kann. Jetzt brauche ich bloß nur die richtigen Schrauben. Nachdem ich jetzt nur zu lange Schrauben habe, muss ich jetzt alles ein bisschen mit Beilagscheiben ausgleichen. Also da unten drin habe ich ja sowieso gesagt, die 2 mm, die baue ich mit Beilagscheiben auf, damit ich einen Druck auf die Schraube geben kann, weil sonst spricht mir irgendwann das Plastik oder verzieht es mir so, dass es vielleicht nicht mehr genau anzeigt. Das ist ja einfach, da gehe ich nur her und unterlege die Beilagscheiben und schraube das Ganze fest. Ich muss jetzt allerdings auf jede Schraube oben drauf auch nochmal 2 Beilagscheiben machen, weil ich einfach keine so kurzen Beilagsschrauben habe. Große Finger und so kleine Schraube, das kann ja nicht funktionieren. Das Grundkonstrukt ist jetzt so fertig. Was wir jetzt noch tun, ist jetzt als erstes einmal die Fläche gerade schneiden, dass die ganz sauber liegt. Und im nächsten Schritt mache ich dann da unten noch Magneten rein. So, wir haben jetzt praktisch die Grundfläche geschnitten und ich kann jetzt praktisch auch ganz leicht hergehen und kann jetzt meinen Nullpunkt machen, indem dass er mir den Magneten jetzt da unten drauf zieht und könnte es mir jede beliebige Höhe einstellen. Was wir jetzt noch machen ist, ich schneide jetzt das Ganze noch ein kleines bisschen filigraner, also mir gefällt jetzt die ganze Figur noch nicht. Aber ich werde vielleicht bloß mal hergehen und mit dem 45 Grad Winkel darüber schneiden und darüber schneiden. Und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Im Prinzip ist das ganze Teil jetzt schon fertig. Mehr brauchen wir jetzt im Prinzip eigentlich auch nicht mehr machen. Was ich jetzt noch mache, ist, ich mache mir jetzt links und rechts noch Magneten rein. Auch das würde ich recht einfach halten. Die bohre ich einen Scheibenmagnet rein und senken ein. Und die werden ein ganz kleines bisschen nach innen versenken, dass ich nicht so eine enorme Zugkraft drauf habe, weil ich eben, wie schon erwähnt, nur Neodymmagneten habe und die recht kräftig ziehen. Ich habe hier so Stabmagneten, die sind 5 x 10 mm, 5 mm Durchmesser, 10 mm lang. Und die bohren wir einfach da rein. Da kriege ich auch einen vernünftigen Zug mit dem Kleber. Dann muss ich jetzt bloß mal schauen, wie ich es mache, aber da bohre ich jetzt ganz normal mit dem 5er Loch rein und klebe die rein. So, ich habe ja gesagt, ich versetze den ein ganz kleines bisschen nach innen, damit ich nicht die volle Zugkraft von den Magneten habe. Jetzt könnt ihr euch das ganze Ding nochmal so in Ruhe anschauen. Also was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt da unten diese beiden Magneten rein. Und ihr seht ja, ich habe auch hier in der Mitte den Magneten, der sich dann praktisch an meinen Frässtahl hinheftet. Das Ganze ist jetzt so ausgerichtet, dass ich das Ganze auf den Tisch stelle. Das Ganze locker stelle es unten hin, drücke die Nulltaste und stelle dann meine Höhe ein. Und durch das, dass ich ja überall Metall habe,
brauche ich das Ding nicht mal festhalten, sondern das geht ganz automatisch mit rauf und runter. Und das ist eigentlich genau das, was ich wollte. Jetzt schauen wir es uns noch an der Fräse an, ob es da auch noch funktioniert. Also ich gehe jetzt her, mache hier meine Stellschraube auf und jetzt rastet mir das ganze Ding praktisch auf unten ein und ich stelle es jetzt auf 0. Wenn ich den jetzt hochziehe und ich gehe jetzt nach hinten, dann sehe ich jetzt, dass ich 8,45 mm hoch bin mit meinem Fräskopf. Und wenn jetzt ich anfange zum Drehen, dann seht ihr, dann geht mein kompletter Messapparat mit, weil sich der natürlich jetzt an dem Ganzen mit einhängt. Wir haben immer noch unser Messapparat auf Null stehen. Seht ihr? Und wenn ich jetzt hergehe, jetzt hängt sich der wieder mit dem Magneten an dem Teil ein. Wenn ihr das seht, und wenn ich das jetzt festhalte, dann seht ihr, dass sich der einfach ganz zäh daran hinhält. Dadurch, dass das Teil jetzt so breit ist an der Seite, kann ich jetzt ganz beruhigt mitfahren und ich habe jetzt hier meine Tiefe. Und jetzt könnt ihr praktisch meine Schraube aufmachen und könnt praktisch hier meine Tiefe einstellen. Und das Ganze im Zehntel-Millimeter-Bereich sehr genau und ohne, dass ich mich recht plagen muss. Das war doch jetzt mal ein schönes, einfaches und schnelles Projekt. Und wenn man sich einmal die Kosten zusammenrechnet, so roundabout 20 Euro für diesen Messschieber und die Magneten dazu, sagen wir mal 25 Euro, haben wir es ganz hochgegriffen, dann haben wir uns 325 Euro oder 335 Euro gespart, weil 360 Euro kostet dieses fachlich gebaute Teil. Und da finde ich, für das Teil kann man das recht schnell und recht günstig nachbauen. Das war's heute schon. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen eine Idee mitgeben können und ihr seht, es geht auch immer recht einfach. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und verbleibe euer Bastelschwabe und bis zum nächsten Objekt. Tschüss.